Update 2.5 ist nun vor wenigen Momenten angekommen und es gibt viele coole Neuerungen. Erstmal beginnen wir mit dem spannendsten, der Impulsgranate. Diese Granate ist in blauer Qualität zu finden und schießt sowohl Teammates als auch eure Gegner einmal quer durch die Luft. Es eröffnet wie in einem Beispiel von Epic sehr coole Möglichkeiten. Einerseits die Gegner von den Klippen runterwerfen oder eure Teammates in den Angriff schicken. Ob man die Impulsgranate auch verwenden kann, um sich selbst irgendwo hinzufeuern, werde ich die Tage ausprobieren müssen oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Des Weiteren finden wir nun, ähnlich wie mit den Tannenbäumen zum Winter-Event, überall neue chinesische Schreine. Diese sind einfach random auf der Karte verteilt und beinhalten Schatztruhen. Diese Addition ist dem Lunaren Neujahr zu verdanken, welches zeitgleich sicherlich auch noch Skins mit sich bringen wird, wie man im Rette die Welt-Modus bereits sehen kann. Die gesamte Update-Liste ist wirklich sehr lang und ich gebe euch hier mal die meines Erachtens wichtigsten Punkte oder Veränderungen wieder. Die Drop-Chance von einigen Items wurde reduziert, Crossbow um 20, Minigun um 12,5 und Chuck-Chuck um 15%. Das soll das Ganze etwas ausbalancieren. Ich finde es gut, wenn neue Items erstmal mit einer höheren Drop-Chance in das Spiel eingebunden werden, damit alle die Chance haben, die neuen Items zu testen. Die Drop-Chance dann mit der Zeit zu senken, sehe ich dann als wichtige Änderung an, sodass man von den Items nicht überflutet wird. Ähnliches werden wir sicherlich mit der Impulsgranate bald auch sehen. Die SMG in Grau, Grün und Blau ist nun im Vault. Das heißt, wie im letzten Video berichtet, diese Waffe ist aus dem Spiel erstmal raus. In einer Art Rotation. Sie kommt wieder, aber um die Waffen und Gegenstände ein bisschen überschaubarer zu behalten, werden von Zeit zu Zeit immer wieder gewisse Waffen aus dem Spiel genommen. Mal die eine und dann die andere. Dafür wurde die Tactical SMG etwas verstärkt, die Magazingröße etwas erhöht und die Feuerrate angehoben. Auch soll angeblich die Schrotflinte gefixt worden sein. Es kam ja jedem schon 100-mal vor, dass man auch im Nahkampf einfach super wenig Schaden ab und an gemacht hat. Mal 7 Damage, mal 9er Crits und so weiter. Das soll nun etwas besser sein, da man an der Berechnung des Schadens gearbeitet hat. Ob es auch in der Praxis besser ist, werden wir alle erstmal testen müssen. Ansonsten verbraucht der Revolver nun leichte Munition, also wie eine AR. Und die Scoped AR macht nun etwas weniger Kopfschussschaden. Dafür ist sie bei jedem Schuss nun präziser, ähnlich wie im Shooting-Test 1 vor wenigen Tagen. Das sollte die Waffe etwas attraktiver machen, weil sie sonst eigentlich sehr häufig einfach nur links liegen gelassen wird. Ein Bug, der vielen immer wieder Ärger bereitet hat, wurde nun scheinbar auch gefixt. Und zwar, wenn man durch Wände getötet wurde, die man gerade gebaut hat. Das war immer super ärgerlich, weil es so unverständlich war. Man baut eine Wand, um sich zu schützen und der Gegner schießt da einfach mal durch. Das soll nun nicht mehr vorkommen. Zwei ärgerliche Bugs, die bekannt sind, aber noch nicht gefixt wurden, sind das Verschwinden des Fadenkreuzes und das Problem, dass man manchmal die erste Waffe eines eliminierten Gegners nicht aufheben kann oder zumindest erst 5 bis 10 Sekunden warten muss. Kleiner Tipp, wenn euer Fadenkreuz verschwindet, rüstet eure Pickaxe aus oder lasst die Waffe kurz fallen und hebt sie wieder auf. Meist hilft es, dass man das Fadenkreuz wiederbekommt. Ich hoffe, dass dieser Fehler wirklich bald behoben wird. Gehen wir nun zu dem eigentlichen Video weiter, an dem ich gerade gearbeitet habe. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst die gute, es gibt kostenlose Skins, ein Outfit und einen Gleiter. Und nun die schlechte Nachricht, für manche von uns zumindest, die Skins gibt es nur für PS Plus Mitglieder. Yep, leider aktuell nur für PS4 Besitzer, die einen PlayStation Plus Account haben, den man glaube ich sowieso braucht, um online spielen zu können. Um die beiden Skins zu erhalten, müsst ihr einfach auf eurer PS4 über PS Plus in den PlayStation Store gehen und dort die Items einfach kostenlos laden. Dann habt ihr diese für immer freigeschaltet. Eigentlich eine coole Aktion, nur hoffe ich, dass auch Xbox- und PC-Spieler ebenso irgendwie an diese Skins kommen können. Kommen wir nun zu Season 3 Infos. Die Season 2 endet am 20. Februar und gleich darauf kommt Patch 3.0 und somit der Beginn der dritten Season am 21. Februar. Dies ist offiziell der Zeitplan von Epic Games, welcher für den Rettet die Welt Modus veröffentlicht wurde. Gestern kam eine recht erfreuliche Nachricht und zwar, was uns Spieler der Battle Pass kosten wird. Bevor es mit dem ersten Battle Pass mit Season 2 losging, sagte Epic Games, dass der nächste Battle Pass nicht mehr mit V-Bucks gekauft werden kann, sondern nur noch mit Echtgeld. Somit ist man von etwa 20 Euro ausgegangen, weil wir für den ersten Battle Pass laut Epic Games ca. 50% Nachlass erhalten haben. Also statt 1800 V-Bucks haben wir alle nur 950 bezahlt. Das soll aber genau so beibehalten werden. Der Season 3 Battle Pass wird somit wieder 950 V-Bucks kosten.
Eigentlich ziemlich cool, denn theoretisch, wenn man sich die V-Bucks durch das Erspielen der Stufen aufgespart hat, kann man sich einen neuen Battle Pass zu Season 3 einfach umsonst holen, denn man konnte genau 1200 V-Bucks durch das Aufleveln erhalten. Zeitgleich erhalten alle Spieler, die den Battle Pass der Season 2 gekauft haben, 5 Stufen als Bonus geschenkt, aber nur dann, wenn ihr euch auch den Season 3 Battle Pass dann kauft. Jetzt kommt ein wichtiger Tipp an diejenigen, die sich den aktuellen Battle Pass noch nicht gekauft haben. Wenn ihr aktuell 0 V-Bucks habt und mindestens 67 Stufen erspielt habt und mit dem Gedanken spielt, den Season 3 Battle Pass zu kaufen, dann holt euch auf jeden Fall jetzt noch den aktuellen Season 2 Battle Pass. Ihr erhaltet für 67 Stufen genau 1000 V-Bucks nur für die Battle Pass Stufen und könnt euch somit den Season 3 Battle Pass dann kostenlos holen. Ihr würdet ja 10 Euro für 1000 V-Bucks ausgeben, um dann 950 V-Bucks für den neuen Battle Pass auszugeben. Wenn ihr aktuell noch die 200 kostenlosen V-Bucks übrig habt, dann reicht es aus, wenn euer Battle Pass auf Stufe 53 ist. Somit erhaltet ihr 2 Battle Pässe für den Preis von einem und natürlich alle Belohnungen des aktuellen. Das nur als kleiner Tipp am Rande an die Sparfüchse da draußen. Auch eine wichtige Frage, die von Epic Games beantwortet wurde, war in Bezug auf eure abgeschlossenen Quests. Nach dem Beenden einer Quest könnt ihr ja die Belohnung in Form von XP und Sternen einsammeln. Es bringt aber nichts, das Einsammeln aufzusparen und auf den neuen Battle Pass zu warten, denn die Quests werden mit der neuen Season zurückgesetzt und verfallen. Das weitere interessante Thema ist in Bezug auf den nächsten Event. Sobald die Season 3 beginnt, kommt Patch 3.0 und der PvE-Modus erhält ein Frühlingsevent. Da Epic bereits Andeutungen für den Battle Royale-Modus gemacht hat, sollte dieses Event auch für den BR-Modus kommen. Sicherlich mit neuen Skins und allem, was dazugehört. Ob dieses Event irgendetwas mit Ostern zu tun haben wird, ist so eine Sache, denn selbst der eigentliche Frühling wäre noch einen Monat nach Start der Season 3 vor uns und Ostern selbst ganze 2 Monate, glaube ich sogar. Mal sehen, was Epic sich für uns überlegt hat. Eventuell habt ihr ja coole Ideen, was auf uns zukommen könnte. Damit wären wir am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr Fortnite-Videos sehen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen und in dem Sinne, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg, haut rein!